So, dieses Mal haben wir leider nicht bei Elsevest gespeichert, sondern im Labor. Wir haben die Dagron-Bälle gesammelt. Mal gucken, was der Squid Baron jetzt damit anfangen will. Oh, schade. Tut mir leid, dass das Intro abgebrochen hat. Ja, stimmt, wir haben mehr Fähigkeiten. Aber ich merke, das Spiel ist zu leise. Ja, doch, so soll es passen. Von der Lautstärke. Sondern das Spiel Hintergrund. Ach so, oh mein Gott, ich muss euch was erzählen. Ich habe gerade versucht, hier einen Wall-Jump zu machen, weil ich dachte, wir spielen immer noch. Ich dachte gerade, wir spielen immer noch Ultimate Chicken Horse. So war das gemeint. So, was sagt die Karte? Unser Ziel ist da oben, er ist relativ weit weg. Wir könnten theoretisch gesehen auch nochmal einkaufen gehen, weil wir haben. Ja, okay, wir haben noch 7 Tränke, wir haben noch Autotränke. Aber ich könnte mir ein paar Upgrades kaufen. Wir haben so einen unsichtbaren Dude. Was machst du hier? Kann ich deine Monsterkarte haben? Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Wir sollten auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Ananas. Und den Heilungstanz einsetzen. Jo, wie schnell schießt der? Leider kein Dings. Naja, man springt da auf die gefährliche Plattform, also kann ich das schon mal verwechseln. Ey! Komm schnell kaputt hier. Im Schaden. Ich brauche auf jeden Fall Magietränke. Oh mein Gott. Und mehr Kunstkrams. Super Pikeball! Die komische. In den ich wollte einfach mal sagen, wir gehen zu dem. Weiß ich, das Spiel wirkt in meinem Ohr super leise, aber vielleicht einfach nur, weil ich den Stecker nicht richtig drin habe. Jetzt geht's, glaube ich, besser. Ich sollte nicht so viel daran rumspielen. Ah, man. Ja, ich habe keine Magie mehr, Mist. Warum ist der Weg so weit bis nach da oben? Hier nach oben, richtig? Ja. Hier kann man abkürzen. Dash. Da sind überall und sie wollen nach mir grabbeln. Das geht ja nicht. Chantel möchte nicht angefasst werden. Jedenfalls nicht von euch komischen Monstern. So, rechts ist der Squid Baron und links ist, glaube ich, der Teleportraum. Insofern wir da einfach so hin können. So, wir haben fast 400 Steine. Heißt, es sollte wohl möglich sein, ein bisschen was im Laden einzukaufen. Im Laden von Arena Town oder Tree Town. Wo wir einkaufen, ist letztendlich egal, weil wir in jedem Laden das gleiche bekommen. Und es upgradet sich immer weiter. So, zum Beispiel Verteidigung, das wäre cool. Da kann ich mich endlich ungesichert treffen lassen. So, was haben wir denn in den Upgrades? Wir hätten das Super Shampoo für noch mehr Schaden, Peitschgeschwindigkeit, mehr Anziehung, Spiegelschild, Superkugel. Oder ich kaufe einfach die Säbel und habe dann kein Geld mehr. Aber die Säbel sind wirklich, wirklich, wirklich wichtig, okay? Und ein Bang. Die Säbel sind mein Lieblings-Power-Up. Es sind einfach 6 von diesen Dingern, die um mich rumwirbeln und alles vernichten. Ich kriege ein bisschen Geld zurück, Garantie. Nur für die Zufriedenheit. So, Obi, einmal speichern hier bitte. Und wir jetzt zurück zum Squid Baron. Was haltet ihr vom Squid Baron? Ich finde ihn putzig. Ich finde aber, er schaut ein bisschen Psycho in diesem Spiel. Also zumindest nur das Overworld Sprite ist ein bisschen abgefuckt. Die eigentlichen Sprites sind okay.
wenn er redet. Sehr expressiv. Ich hoffe, ihr habt auch dieses Video angeschaut, was ich euch geteilt habe. Das fand ich sehr lustig. Hier schaut einfach mal. Bam, 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 bam. Schaut euch den Schaden an. Schaut euch den Schaden an. Okay. Ich hätte das Ding halt draußen lassen müssen. Hab ich immer nicht. Einfach die bloße Zerstörung. Brr, brr, brr. Offensiv ist dieses Ding unglaublich gut. Schaut euch den an. Er ist so... Chantel, meine Idee. Wie findest du meine Idee? Ist sie nicht toll? Okay. Oh, du hast die Quetsachen mitgebracht? Bringst du mir die Dragonbälle? Die Quest ist erfüllt. Jetzt gebe ich dir etwas Gutes oder was auch immer und du wirst mächtiger werden. Verstanden? Das ist das Spiel. Kann ich jetzt bitte zu meiner Rettungsmission zurückkehren? Wie du willst. Mache mich auf den Weg, um meine Investitionen zu überprüfen. Denk darüber nach. Ja, wieder rumschmabbelt, ich liebe es. Puh, ich dachte, er würde niemals gehen. Oh, es ist Zeit für den Dungeon. Und ich erinnere mich, glaube ich, sogar, welcher Dungeon das ist. So ist ein Schatten über dem Auge. Bisschen viel Lava hier. Oder ist das rotes Wasser? Einmal speichern, bitte. Vor allem, das sieht für mich überhaupt nicht aus wie ein Labor. Ja, stimmt, das war der Dungeon mit den Kanonen. Lobster Man! Oh shit. Lobster, Lobster, Lobster. Karte, Lobster, Lobster. Lob mich. Ist das eigentlich immer derselbe Typ zum Speichern oder sehen die alle gleich aus? Fragen über Fragen. Oh nein, sie wollen mich tuten. Ah, gerade so durch. Also die Kugel wäre halt praktisch gegen, um dahin zu kommen. Ich könnte mir merken, okay, hier ist ein Einweg. Ich glaube, ich will erstmal hier rein. Und später. Oh! Andere Snacks. Schweinesnacks. Gib mir Monsterkarten. Mann! Wie viel Schaden die machen? Ohne Mist. Rebalance habe ich das Gefühl, ist einfach nur mehr Schaden. Was ja Sinn macht, das Spiel war jetzt nicht so einfach, aber so. Ich merke zutiefst, wie schwer das Spiel war. Ich hatte bei meinem ersten Playthrough nicht annähernd so viele Probleme. Aber gut, dadurch, dass wir immer mal wieder rote Juwelen bekommen, ich glaube, die droppen keine Monsterkarten. Nee, schaut nicht so aus. Lass die einfach mal machen. Was bist du denn für eine? Oh, oh, das ist der Gegner, den ich meinte. Schaut mal her. Warte. Schaut euch den an. Er ist verschnupft und mies. Und dann machen wir wieder gesund. Und dann wirft er mit Geld nach uns. Ist das nicht cool? Und außerdem können wir ihn jetzt einfach so töten. Hier kann ich leider nicht hoch, okay. Das ist hier unten. Hey! Achso, ich kann mich nicht heilen, ich hab nicht genug Energie. Magisch. Okay. Ich heile dich, Newt. Yay! Wirf mit Geld. Während ich dich fertig mache. Wenn es nicht so lange dauern würde mit dem Geld. Aber warte mal. Yeah, rotes Herz für uns. Darunter kommen wir noch nicht. Mal ein bisschen Thunfisch in der Dose. Aber gerade jetzt brauche ich die Magie. Okay. Ich habe nur einen Magietrank. Ich fasse es nicht.
Lasst es euch gut gehen, meine Freunde. Bewerf mich mit Geld, während ich gegen diese Kleinwesen kämpfe. Wieso habe ich jetzt die Bubble aktiviert? Oh mein Gott, schaut euch den Damage an! Schaut euch den Damage an! Werf mal mit einem roten Stein nach mir. Ich brauche einen roten Stein. Komm schon, roter Stein. Ja, roter Stein. Roter Stein. Ah, da wäre ein roter gewesen. Rote kann ich halt mit Haarpeitsche in den Herzen verwandeln. So ein Herz haben wir jetzt schon, dann hören sie sich auch mit Geld zu werfen. Okay, jetzt. Grüße an Mana, willkommen! Wir haben gerade Ultimate Chicken House gespielt. Aua! Was, wie viel Schaden das macht? Ist mal deine ganzen Fischdosen. Oh, die machen halt gar nichts so. Ah, okay, aber das komische Hamburgerbrötchen macht immerhin noch. Es gibt immerhin noch Magie. Ich fühle mich echt nicht wohl, wenn diese Viecher hier rumhusten. Das Spiel kickt anders. Dabei habe ich das während der Corona-Pandemie bekommen, das Spiel. Trotzdem kickt es anders, wenn die hier so einfach so rumliegen. Wie war dein Tag, Mana? Hattest ja bestimmt Arbeit? Ich hatte heute so einen halben Tag frei. Und war mit Zelda in der Stadt unterwegs. Wir waren Rahmen essen. Ich habe ein paar Plüschtiere gekauft von Animal Crossing. Alles in allem, also ein wunderschöner Tag. Wir sehen bis eben Homeoffice. Ja, oh, es ist der Raum. Es ist der Raum, okay. Wir haben blaue Schalter und wir haben rote Schalter. In dem Raum habe ich mich mal eine ganze Weile lang verzettelt. Aber runter kann ich ihn nicht, oder? Jetzt habe ich zumindest erstmal den Schlüssel, das ist auch schon mal gut. Mal schauen, was mich da oben erwartet. Muss ja alles mal ausprobieren. Was halt auch super interessant wäre, wäre, ob ich den Ball benutzen kann. Es gibt ja dieses Power-Up. Ah, das habe ich gar nicht. Wo du eine Kugel wirfst, die dann so rumbounced. Quasi ein Super Ball. Aber anscheinend habe ich das Power-Up nicht gekauft. Guten Tag, Lurak. Wir spielen gerade Shantae. And the Seven Sirens. Sie verneigt sich vor uns, aber sie ist böse deshalb. Ah, Autotrank. Weg mit dir. Bam, Schaden. Schaut euch den Damage Output an. Wir brauchen aber die Rüstung aus der nächsten Stadt, könnte man sagen. Komische Schweineschlangen, die uns nicht droppen wollen. Ja, die werden einfach von da oben gedroppt und machen nichts als Ärger. Warte. Ah, okay, die geben mir nur normale Schlangenmonsterkarten. Hatte mich schon gewundert. Die haben wir natürlich schon. Die erhöht unsere Kampfgeschwindigkeit. Oh, wir sind am Anfang des Dungeons. Das heißt, wir drehen jetzt quasi eine Runde um den Dungeon. Hummer Jogger, Lobster Action. Frage mich, ob wir plus gehen, wenn ich sie mit dem Säbeln besiege. Wahrscheinlich nicht nach dem Rebalance. Es würde mich nicht wundern, wenn sie Ressourcen runtergeschraubt hätten. Für diese Version. So, dumme Frage. Muss ich von woanders den Schalter umlegen oder ist das ein Rückweg? Hier hoch könnte man theoretisch gesehen auch. Aber es ist nicht so einfach. Geht das? Nee, es geht anscheinend nicht. Es ist präzise unmöglich. Oh,
Oh, lecker. Und dann hier runterfallen. Gehen wir einfach mal da rein und gucken, was uns erwartet. Was bist du für eine komische Qualle? Weg mit dir. Ich liebe die Säbel. Wenn die nicht so viel Magie kosten würden. Wird halt leider keinen Magietrank mehr. Gerade so blöd gemacht. So, ist jetzt zufällig Magie drin. Das wäre sehr hilfreich. Es gibt auch irgendeinen Gegner, der uns ermöglicht. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Oh. Ja, eben, man sieht einfach. Nebel sind das Beste. So ähnlich wie wir quasi. Ach man. So ähnlich wie wir das rote Juwelen in Herzen verwandeln haben. Es gibt auch irgendeine Monsterkarte, die macht, dass man quasi grüne Juwelen in Magie verwandeln kann. Oh Gott, mit dem will ich mich gar nicht jetzt abgeben. Können wir vergessen? Irgendwo ist doch hier garantiert noch ein Schlüssel. So, hier ist ein großer Raum. Kann man hier irgendwas umschalten? Ich würde einfach mal sagen, gehen wir doch mal hier nach rechts. Hier ist bestimmt irgendwo der Schlüssel. Und hier komme ich nicht weiter. Ich weiß, was da rechts ist. Au! Ich weiß, was da rechts ist. Und ich weiß, wie man da hinkommt, aber es ist nicht so einfach. Der alles zerstörende Tornado des Todes. Aber die droppen eigentlich ganz schön, Magie. Bunny. Herzi. Jetzt bin ich doch aber auch bloß im Kreis gelaufen, so. Was ist das für ein Icon? Ach, da ist eine Schützetür. So, wir waren auf jeden Fall da links oben noch nicht. Und wir waren noch nicht hier unten. Mal gucken. Ah, okay, hier können wir nicht runter. Beziehungsweise das ist nicht der Raum. Sondern der hier neben. Hier kann man runter. Ist da, ist ja da ein Secret? Oh, hier ist schon wieder so ein Rotzi. Verteil deine Bazillen woanders. Und hier, ja okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich habe halt eine Theorie, dass wir... Ja okay, hier kommen wir auch nicht weiter. An der Stelle ist ein Speicherraum. Gib lieber Geld. Oh, was für ein Geld. Ach ja, Rotzi, genau. So, erinnert ihr euch an den Raum, wo wir quasi blau gebraucht haben? Ich überlege halt, rot wieder zurückzuschalten. Und dann nochmal versuchen, da oben in die Ecke zu kommen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber alles, was ich machen will, ist den ausschalten und dann nochmal an die Stelle da oben links irgendwie zurückzukehren. Da kamen wir nämlich nicht weiter, weil irgendwas mit Rot war. New Dash! Einmal kurz speichern, falls wir wieder sterben, dann müssen wir nicht den ganzen Mist nochmal machen. Ne, hier geht's nicht weiter. Einen minimalen Umweg. Newt Dash. Wie findet ihr den Newt? Schaut euch den Newt an, wie cute der ist. Cute Newty. Oh shit, wie komme ich hier wieder zurück?
Sag bloß, ich komme hier nach oben. Hä? Ich bin doch gerade eben von da rechts gekommen, oder nicht? Ja, aber nur hin, ist ja blöd. Mit anderen Worten, wir müssen den Weg hier nach rechts nehmen, um da wieder rauszukommen. Ist das widerlich. Absolut lost gerade. Und tot bin ich auch schon wieder fast. Ja, und dann ist hier der Kreislauf, okay. Ja, aber das heißt doch technisch gesehen, standardmäßig steht dieser Teil des Labyrinths. Also wir kommen da gleich hin, was ich meine. Wenn ich das erst umstellen muss, um rauszukommen, ist ja das standardmäßig richtig eingestellt, oder nicht? Weil dann würde ich nämlich nochmal aus dem Dungeon rausgehen, in der Hoffnung, dass ich was resettet. Hier oben kommen wir nämlich nicht weiter, wenn es auf rot gestellt ist. Oh. Okay, töte mich. Seit wann ist das Ding da? Ich möchte sterben. Nicht in Game. Als ob da die ganze Zeit dieses dumme Teil war. Ja, das ist... Manchmal verschmilzt dieser Scheiß einfach mit dem Hintergrund. Da ist überall Wasser, da sind komische Pflanzen und dann ist da so ein komisches, unförmiges blaues Loch in diesem Gebüsch. Ja, es war absolut enttäuschend, absolut unnötig. Wir sind 300 Stunden durch diesen Dungeon gerannt, weil ich zu blöd war, dieses Ding zu sehen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie viel Inkompetenz hab ich bitte? Das Spiel ist überhaupt nicht schuld, es ist komplett meine Schuld, übrigens Speicher. Aber sehen wir es positiv, wir kriegen jetzt endlich eine neue Fähigkeit. So, gehe ich mal von aus. Insofern wir uns mit Madame Flex hier arrangieren. Ja, gib mal den Trank. Oh, ich merke gerade, wir haben Ultra-Tränke. Haha, extra Damage. Weg mit dir, nasse Frau. Was bringt die? Jetzt bin ich wieder hype. Erhöht die Chance, Magie zu erhalten. Das ist so wichtig, dass wir das jetzt haben. Jetzt sei froh und gib mir noch... Gib du mir noch deine Monsterkarte, das wäre richtig cool. Weißt du was? Ich investiere... für extra Damage. Gut gemacht. Eventuell werde ich in der Aufzeichnung ein bisschen was davon wegschnibbeln. Sinnloses Umhergerenne. Aber das geht ja auch keine Kuhhaut. Wir haben Schlüssel, richtig? Ah, okay, dann ist alles in Ordnung. Ah, das ist da so ein Rückweg. Sehr interessant. Leute, es geht weiter! Ich fasse es nicht. Die letzten 10 Minuten sind immer weg. Also, das ist nie passiert. So, ich meine, du hast sie erlebt. Das ist der Vorteil, wenn man live ist. Da sieht man die komplette Inkompetenz. Und nicht nur die letzten. Nun, nicht nur das Aftermath.
Einfach schnell darüber chargen. Oh Junge, neues Power-Up. Komm, jetzt gönn. Gönn deine Monsterkarte. Komm schon. Ja, damit werden wir die Bosse auch in 0,6 nichts wegrasieren. Vielleicht ist das Spiel auch nur so schwer, weil wir im Regelbrechermodus spielen. So nach dem Motto, das ist der Expertenmodus. Das Spiel ist gebalanced. Weil das Spiel weiß, dass... Oh, das ist nicht einfach. Wobei, doch, doch, das ist eigentlich super einfach. Warte. Guckst du bitte. Und zwar macht man das folgendermaßen. Okay, dann eben nicht. Ah, okay, so macht man das. Gut zu wissen. Das war nicht schön. Du sollst jetzt die Peitsche direkt nach dem Sprung einsetzen. So, ihr müsst rübersliden von B zu Y. Das ist eine der schwersten Stellen im Spiel. Ha! Safe! Es kann jetzt enden, es kann nur besser werden. Wir haben einfach doppelt Magie bekommen. Ah, geht's nicht mehr weiter. Es kann sein, dass ich den falschen Weg gegangen bin, unter Umständen. Aber ist nicht schlimm, dann ist er zumindest für die Zukunft geebnet. Den Schlüssel haben wir schon mal. Vielleicht brauchen wir den ja sogar. Okay, Rotzi. Rot war anders. Immerhin, wir haben hier den Weg, dass es hier schön ist. Ist die Karte. Die kommt aber mächtig spät, wenn ich ehrlich bin. Sieht man jetzt die Secrets, okay. Der ist größer als erwartet, der Dungeon. Und wir kriegen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Ah, jetzt kommt ja der Mini-Boss natürlich. Oh mein Gott, wir werden Risky so fertig machen. Seid ihr bereit für Risky? Stehen bleiben, du Wicht! Oh, Risky Boots. Du schuldest mir eine Erklärung. So fordernd. Vielleicht habe ich dich endlich auf dich abgefärbt. Na schön. Ich hatte kurz Zeit. Ich beantworte eine Frage, aber nur eine. Na gut. Was machst du wirklich auf dieser Insel? Bist du hier, um den Schatz zu finden? Oh, schäm dich. Das klang für mich nach zwei Fragen. Hey, diese Mädchen verschwinden, während du auftauchst. Das kann kein Zufall sein. Also, ich fühle mich heute besonders großzügig. Da mache ich dir ein Angebot. Besiege mich im Kampf. Und ich sage dir, was du wissen möchtest. Gut, dass du noch der Dungeon gesagt hast. Also der Dungeon. Alles gut. Was? Keine Magie. Und schön. Ha! Hey. Wie viel Leben hat sie? Es gibt halt nicht mal eine Fähigkeit, mit der du sehen kannst, wie viele Leben ein Gegner hat. Bitte nicht sterben so. Wie viel tankt sie? Ah, okay. Stopp!
Meine Güte, hartnäckig wie immer. Du hast es versprochen, Risky. Wieso bist du hier? Sag schon. Oh, na schön. Wie ich dir schon sagte, ich bin hier für den Schatz. Ist es nicht gut genug? Wie wäre es damit? Der Schatz ist die versunkene Stadt selbst. Und ich habe vor, sie mir zu nehmen. Was? Hä? Wie kann man eine ganze Stadt stehlen? Das reicht jetzt erstmal an Fragen. Hast du schon genug von meiner Zeit jetzt verschwendet? Tada! The city is the treasure? Die Stadt ist der Schatz? What? Was soll das heißen? Das werden wir noch früh genug rausfinden. Aber erstmal wird es Zeit, jemanden zu retten. Oh, schaut, es ist... Seppel! Seppel, wach auf! Ja? Moment, ich hol dich da raus. Ein weiterer dieser bizarren Käfige. Wo sind wir? Tief in der versunkenen Stadt. Oh, unter der Insel, was? Hätte ich mir denken können. Wir brauchen einen Fluchtplan. Nimm das. Die Bunkerschildkröte. Wisst ihr, was die kann? Was ist das? Das ist eine magische Fusionsmünze. Damit kannst du dich sofort in eine neue Form verwandeln. Sie trägt das Zeichen der Bunkerschildkröte. Bunkerschildkröte? Bunkerschildkröten sind seltene Tiere, die diese Insel bewohnen. Sie können nicht schwimmen, aber sie können Steine zerschlagen und dich sogar auf ihren oberen Stachel drehen. Mithilfe dieser Fähigkeit kannst du möglicherweise die Quelle des Bösen an diesem Ort lokalisieren. Drücke ZL in der Luft, um zu stampfen. Du kannst auch aufladen, indem du Y gedrückt hältst. Damit können wir im Endeffekt das hier machen. Beyblade! Jetzt bam, durch den kompletten Dungeon. Wir vernichten alles. Jetzt geht der Dungeon richtig los. Mit einem glücklichen Gesicht auf den Lippen. Genau wie ich. Der guckt jetzt genau wie ich. Nachdem ich endlich rausgefunden habe, wie man dieses dumme Rätsel löst, was überhaupt kein Rätsel ist. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Speicherraum, das ist gut. Wir nehmen einfach die Stadt und schieben sie woanders hin. In etwa so läuft das Ganze auch ab. Aber das wird noch ein paar Parts dauern. Jetzt, wenn ich so drüber lege, also das Spiel geht wahrscheinlich so um die 5-6 Dreams wird es gehen. Wahrscheinlich 6. Spin! Hey, Peitsch. Oh mein Gott, du hast gerade verpasst, wie ich übel am Upragen war, weil ich den Knopf nicht gesehen habe. Oh, unangenehm. Okay, so geht's wieder. Einfach zurück. Schau, wir haben die Bonker-Schildkröte. Zack, links, nicht nach da. Ah, sehr gut. Der Schlüssel ist mein. Tashi ist da. Nein, lass die Magie. Hör auf, meine Magie. Mach das aus. Mach das aus, das verschwendet Energie. Tashi ist auch da, genau. So, nach unten bringt uns wieder zurück. Was, wo bringt uns nach rechts hin? Bringt uns auch wieder zurück, okay. Dann ist das ein ewiger Kreis. Aber warte, wo bringt uns nach rechts hin von da unten? Unten ist tot, links ist zurück, oben ist zurück und rechts ist der richtige Weg. Okay, dann wäre das geklärt. Hier gibt es nichts mehr in diesem Raum zu holen. Oder oben ist irgendwas. Kann man hier durchkrabbeln? Kann man das einfach kaputt? Okay.
Also wir sollten auch solche auf diese... Ich wusste, diese Wand ist irgendwie verdächtig. Also ich habe diese Textur schon mal gesehen. Und so kommen wir in unseren ersten... Tintenfisch! Und Schüssel haben wir auch nicht mitgenommen. Als ob. Ja eben, wir müssen jetzt auch ganz viele Steine kaputt machen. So, was ist denn, wenn wir jetzt einfach nach links gehen, so? Wenn wir irgendwie viel Geld sammeln, kann ich auch den Dungeon kurz verlassen und Zeug kaufen. So ist nicht. Ah, hier. Hier kann man noch rein. Ah, schön viel Geld. Oh, oh, die Schildkröte. Der Beyblade haut ab. Ah, ich kann ihn nicht kontrollieren. Dann lieber den New Dash. Oh, Squishy. Ja, ich versuche das gar nicht erst. Schau, wie schnell sie krabbelt. Hüt. Wie viel Schaden hat diese Note gemacht? 2,5? Vielleicht den Schlüssel noch? Ja, okay. Immerhin diese Musiknote. Gehen wir lieber nach da unten. Da kenne ich mich noch nicht aus. Aber hier ist halt gar nichts so. Gut zu wissen. Aber eine Menge Schnecks sind hier. Weg mit der Schneck. Alter, die wird halt Bums, wenn die aus dem Bild fliegen, so. Das hat ja schon Smash. Gib dir Magie, die droppen. Kann ich eigentlich... Kann ich eigentlich farmen? Wenn sie mir Magie droppen, kann ich hier farmen. Okay. Vielleicht soll ich mich doch hier hinstellen an die Quelle. Geht das? Ah, ich mach leider kein Plus. Ich mach leider kein Plus mit der Musik. Jetzt mach ich Plus. Jetzt habe ich mich, glaube ich, optimal positioniert. Kommt schon, spawnt. Spawnt, ihr wollt es doch auch. Ihr wollt es. Kommt schon. Oh. Der Ding spawnt einfach nicht mehr, weil er weiß, dass ich ihn abuse. Hä, sind wir nicht eben von hier gekommen? Bonk. New Dash. Also ich fresse einfach einen Supertrank. Und gucke, dass wir da jetzt durchkommen ohne Ärger. Ha! Diesmal wird das doch wohl klappen hier. Wir rushen dich jetzt. Ah, weg mit dir. Die Note kannst du dir sonst wohin stecken. Und der Weg ist frei. Aber zu welchem Preis? So wichtig wird auch, dass wir jetzt auf der kompletten mittleren Route... ...alle Steine entfernen. Das ist eine der Aufgaben in dem Dungeon. Ah, ich würde eventuell noch nicht hoch. Jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es leider schon getan. Aber gut, wir können uns wieder hochschießen. Sehr gut. Und direkt den Rückweg schaffen. Fallen! Kann ich in die Stacheln oder geht es nicht? Okay, es geht nicht. Let's go. So spawne ich hier.
Das war seltsam. Ah, weil ich hier den Raum betreten habe. Okay, dann warte, laufe ich mal kurz hier. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Man kann den Fallschaden ausschalten. Weil die Platte da ist ja nicht umsonst hier. Okay, sie ist umsonst hier. Einfach nur für Leute, die neugierig sind. Speed! Speed! Das ist doch schmerzhaft. Immerhin kann ich jetzt endlich hier runter. So, Alter, das ist so nervtötend. Weg mit deiner Note, weg mit deiner Note. Bin gleich wieder tot, ey. Ah, du kannst mich mal. So, und hier wollen wir nachher hin. Sehr tanz. Und das fertig gemacht, ein komisches Vieh. Gib mir deine Monsterkarte. Nee, aber immerhin doppelt Magie. Ah, haben wir jetzt den Weg frei gemacht. Ich muss unbedingt einkaufen, das ist so lächerlich. Man kann ihn einschalten, was kann man einschalten? Ich habe gerade wieder nicht darauf geachtet, was ich selber gesagt habe. Den Fallschaden. Ach so, nein, was ich meinte war, dass man ausschalten kann, dass man Schaden von Stacheln bekommt. Aber was Taschen vielleicht meinte, ist, dass wenn man runterfällt, dass man dann keinen Schaden nimmt beim Aufkommen. Blatschi. Kranki. Er hat mich einfach mit einem Dreifach-Trickshot getroffen. Haben wir jetzt den Knochenfisch? Ah, der ist schon längst aktiv, okay. Froschi haben wir bald, Mei und Frau brauchen wir, aber eine Weile. Ich hätte gerne die dritte Raketenwerfer-Karte. Aber sonst haben wir nichts angefangenes, okay. Sehr gut. Bald können wir ja die überflüssigen Monsterkarten in Geld umwandeln. Ach nee, das war mein Problem. Ich habe das falsch gephrased. Ja, dann ist es echt verwirrend. Was ist denn, wenn ich hier nach rechts weitergehe? Was ist denn hier? Das ist hier dieser Raum. Kann ich die hier weiter oder nicht? Oh, ich kann hier anscheinend weiter und ich habe es nicht gemerkt. Wie kann ich hier nach oben? Ach, kann ich? Okay, dann weiß ich, wie ich zurückkomme. Oh, warum ist das so umständlich? Da, wo wir in der Kanone rumgespielt haben, muss ich jetzt endlich nach links gehen. Puff. Da, wo du zum ersten Mal den Fallschaden erwähnt hast. Dort müssen wir jetzt hin. Also, sprich hier zurück. Durch den komischen Quetschraum. Verdammt. Ja, aber ich bin da unten nicht nach rechts gegangen. Ich bin nur, ich habe mich sofort mit der Kanone wieder hochgefeuert, um ein Secret zu holen. Aber ich bin quasi nicht nach rechts gegangen. Ach man, jetzt sind wir schon wieder hier. Ich bin schon wieder fast tot, weil alle 3 Millionen Schaden macht in diesem Scheißspiel. Spielst du aber auch wie Dreck.
Ja, natürlich spiele ich wie Dreck. Weil mich das Spiel nervt, wenn ich tausendmal hin und her rennen muss. Ah, okay, und jetzt haben wir den Schlüssel und jetzt können wir erst hier lang. Okay. Meine Güte. Das nächste von diesen dämlichen Rätseln. Ich rate, das führt mich zurück. Okay. Und raus. Okay, perfekt. Hier war ich noch nicht. Wir begeben uns jetzt langsam aber sicher auf den richtigen Weg. Ha. Musiknote. Kann ich hier rein? Geht doch. Swoosh. Puff, puff. Es ist ein One-Way. Gut zu wissen. Dafür öffnen wir hier jetzt den Weg. Fallen uns jetzt komplett nach oben. Machen hier endlich den kompletten Weg frei. Und sind jetzt beim Boss. Also so gesehen, das war's. Das war der Dungeon. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht versuchen würde, an alle Monster, an alle Tintenfische zu kommen. Deshalb. Ich glaube, hier kann man eine Abkürzung erschaffen. Oder hier ist ein Oktopus, glaube ich. Guck mal kaputt hier. Komm doch mal her. Komische Qualle. Hey, warum kann ich das Monster? War das Auge eingeschaltet oder ausgeschaltet, als ich reinkam? Ah, okay, das wird ein Rückweg. Hey, hier waren wir doch. Oh, aber gut, es ist trotzdem eine Abkürzung. Da muss ich noch ein Stück fallen. Hier ist anscheinend irgendwas. Genau, hier waren wir nämlich noch nicht. Eventuell ist hier irgendwas Wichtiges versteckt. Aha, was haben wir denn hier schon? Das ist eine Kanone. Dieser ganze Weg. Für einen Oktopus. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe die falsche Richtung gedrückt. Müssen wir nochmal alles angucken. Weil es so schön ist. Und wieder zurück. Bisschen spazieren. Spinnern wir hier durch. Also der ganze Stream ist schon cursed. Das ist schon okay. Muss auch mal sein. Oktopus in meiner Hand. Aber der dritte war doch auch irgendwo in dem großen Raum. Den muss ich jetzt auch noch holen. Ist mir jetzt auch wieder unangenehm. Theoretisch gesehen können wir den auch nach dem Bosskampf holen. Aber es geht ums Prinzip. Hier speichern. Oder wo ist der Speicher? Okay, jetzt müssen wir noch einen Speicherraum. Ah, hier ist sogar noch das finale Puzzle. Ja. Jetzt mal tot. Ich muss mich, glaube ich, von dem einen unten da nach oben schießen. Da zack. Runter, rechts, rechts, hoch. Und dann bin ich raus.
Sag ich doch. Zubidubi. Okay, machen wir zuerst den Bosskampf. Mit voller Magie-Pot. Ah. Nein, ja. Na, speichern, okay. Schauen, was uns erwartet. Diesmal denke ich dran. Es beginnt. Ich erinnere mich an den Kampf, der war eigentlich voll einfach. Ich hätte schwören können, gesehen zu haben, wie... Du bist sie abgeblieben. Keine Bewegung, Eindringling. Lieblinge werden über dein Schicksal entscheiden. Du bist die Sirene, die Seppe gefangen genommen hat. Zeig dich! Sie scheint mir sehr gesund zu sein, meine Kleine. Nein. Nicht nach dem, was mit ihrer Hoheit passiert ist. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sie loszuwerden. Nein, es würde einen Fleck an der Decke hinterlassen. Ja, ich muss mich entschuldigen. Meine Tierchen sind sich in dieser Angelegenheit offenbar nicht einig. Am besten ist, ich entsorge dich selbst. So, jetzt muss ich auch abliefern. Ich könnte schwören, im Originalspiel haben die nicht... Hey, schieß mich. Au. So, jetzt kommt sie, glaube ich, und dann muss ich irgendwas machen. Zack, einfach gehen erwischen. Mann, warum machen die mir so viel Schaden? Ich bin einfach die schlechteste Champagne-Spielerin, die es gibt. Da habe ich natürlich meine Magic verloren. Warum muss ich jetzt Laserattack machen? Das ist absolut nicht lustig. Da sind wir einfach für die Nerver! Ja, wahrscheinlich nicht nach Rebalanced! Na, das gleiche hier. Wie gehen die Sachen aus? Immerhin! Jetzt müssen wir noch den scheiß Oktopus suchen. Dankeschön für den Headband-Taschentuchgeist. Ich bin mir nicht sicher, dass ich ihn heute nicht verdiene. Nicht nach meiner Laune. Schön, dass du es geschafft hast. Mensch, steht der Kampf gegen diese Kreatur so einfach aus. Junge! Papa! Junge, diese Schildkrötenmagie hat sich als nützlich erwiesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich darin verwandeln könnte. Was ist? Habe ich was falsch gemacht? Du machst mir ein kleines bisschen Angst. Oh, ich dachte nur, wie bist du überhaupt aus dem Käfig entkommen? Ich? Ich war nie in einem Käfig. Nicht, ich wurde wie der Rest von euch während der Aufführung gefangen genommen. Nicht ich. Was? Nicht ich wurde wie der Rest von euch während der Aufführung gefangen. Es ist ein komischer Satz. Ich wurde nicht wie der Rest von euch während der Aufführung gefangen genommen.
Du bist der einzige Haijin, der nicht gefangen wurde? Klingt verdächtig, oder? Kann schon sein. Wo sind die anderen? Also ich habe Pink und Vera gerettet. Ich vermute also, dass Delfine selbst etwas und Harmony noch irgendwo hier unten gefangen sind. Das gefällt mir nicht. Etwas daran fühlt sich nicht richtig an. Ich werde mit Pink und Vera sprechen. Moment! Du glaubst doch nicht, dass ich irgendwas damit zu tun habe, oder? Mach einfach weiter. Wenn du fertig bist, triff mich in Armor Town. Es ist an der fernöstlichen Seite der Insel. Ich werde dort auf dich warten. Man hätte es auch anders formulieren. Ja, es waren... Shantae-Spiele sind nicht sehr stark, was Übersetzung angeht. Es gibt sehr viele Übersetzungsfehler in den ursprünglichen Releases, wenn du auf die deutsche Sprache dich beziehst. Ich zitiere aus Shantae Half Genie Hero. Nee, warte, das kann ich nicht zitieren, aber es gab einen ultra lustigen... Also, es gab so eine Köchin-Quest im ersten Level und sie hat ein absolutes Kauderwelsch geredet. Sie hat gesagt, die besiegen sie 30 Pirates und taken sie zu mir, blablablub. Und mein Lieblingszitat ist immer noch, kaufe in Massen und retten, wenn man einen Dreierpack Tränke kaufen will. Kaufe in Massen und retten. Was es eigentlich heißen sollte, wäre, kaufe in Massen oder mach einen Masskauf und du sparst Geld. So war das gemeint. You save money. Und sie haben wortwörtlich geschrieben, kaufe in Massen und retten. So, wo ist der Oktopus? Ich habe den doch hier irgendwo gesehen. Der war doch in diesem Hauptraum. In diesem großen. Immerhin kriegen wir wieder ein Herz, nachdem ich hier raus bin. So, hier rechts. Kann man hier zufällig durchbrechen? Komme ich da rein? Eventuell ist hier eine Kanone, das kann sein. Da ist auch eine Kanone. Okay, dann wäre das schon mal geklärt. Ich wusste, ich habe diese Textur schon mal gesehen. Dann haben wir es jetzt. Okay. Und ich bin schon wieder fast tot. Ich knall mir den letzten Trank rein. Wir gehen jetzt nach Armor Town. Wir holen uns Zeug. Dann heilen wir uns. Und dann werde ich eine ganze Menge Geld ausgeben. Sagen wir es mal so. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt noch die letzte Raketen links bekomme, erledigen wir noch ein paar von den Raketenkämpferinnen. Wenn hier noch welche rumstehen. Mir fehlt halt noch eine Karte. Miu, miu. Oh, warte. Komm zurück. Komm, gib mir deine Monsterkarte. Ich mein's ernst. Ah, okay, immerhin Magic. Ich hoffe, der nächste Dungeon nimmt mich nicht ganz so mit wie dieser. Ich hatte das Spiel nicht so schwer in Erinnerung. Strike! Hui! Boing! Boing! Komm schon! Außerdem haben wir gerade einen neuen Secret Way freigeschaltet. Ich hätte eventuell speichern sollen. Mal ganz schnell noch erledigen. Ich war gerade im Flow, sorry. Hm.
Mach den Mist hier mal kaputt. Ah, sehr schön. Ein Nugget. Und irgendwie sollen wir noch den Wehrpanzer einsetzen. Für extra Money. Ich muss Geld. Hast du ja tief in die Tasche gegriffen. Oh ja. Oh, okay. Man kommt hier nicht weiter. Verstanden. Gott, ich wollte nicht in den Touch rein. Ey, es wird lächerlich. Wie viele Miss-Inputs mache ich heute noch? Ich sage ja, es war ein anstrengender Tag. Morgen beginnt dann quasi die Woche. Morgen habe ich auch ein paar Sachen zu erledigen. Aber Mittwoch machen wir ganz normal Minecraft-Mittwoch. Und alles. Das wird cool. So, hier ist der Warp Room. Dann sind wir auch nicht mehr so weit weg. Kann der jetzt endlich mal Dings droppen? Mehr Money für mich, bitte. Je mehr Geld, desto besser. Je mehr Geld, desto mehr Upgrades kann ich mir kaufen. Haben wir hier was, wo wir rüber können? Nee, können wir nicht. Okay. Keine Magie mehr. Oh, bitte, 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 bitte zurück nach Arena Town. Stella, wusstest du, dass das Spiel schwer ist? Ich wusste es auch nicht. Und was sagst du jetzt, Lady? Arena Town befindet sich direkt hinter dieser Brücke. Gut zu wissen. Besucher sahen einmal ein Geisterschiff vor der Küste in der Nähe von Treetown. Manche sagen, es hätte dort ein Unterwassergrab heimgesucht. Könnte es auf dem westlichen Meeresgrund wirklich ein versunkenes Wrack geben? Oh, okay. Aber ich kann doch gar nicht schwimmen. Ich juble nicht! Das sind Buhrufe! Ich kam hier für Unterhaltung! Finde den Bürgermeister! Er sollte sein Versprechen halten. Ich glaube nicht an Geister. Aber ein versunkenes Geisterschiff wäre einen Blick wert. Die Dame im grünen Kleid da drüben scheint etwas darüber zu wissen. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Wenn ich sie hätte, würde ich die Kraft von Strom nutzen, um die Gürtel zu beleuchten. So, Halbchen, der zurück in die Stadt geschafft hat. Sie hält sich noch immer zurück. Geht es dir gut? Gott, erstmal heilen. Und dann Tintenfische eintauschen. Sehr gut. Glaub nicht an Geister, glaub nicht an Weißbrot. Einmal schmelzen, bitte. Die sind so süß. Die Viecher zu schützen wäre ein Grund, es nicht zu tun. So ein Freehard, wer wärst du eigentlich? Ich bin so erschöpft. Ich habe gerade über 20 Krüge auf meinem Kopf balanciert. Die Menge schien nicht beeindruckt zu sein. Ich glaube, ich habe einfach keine Bühnenpräsenz. Was ist eigentlich hier oben? Ach, nichts. Was geht? Ah, du bist wieder in der Stadt hinuntergegangen, nicht wahr? Ja. Jetzt habe ich Seppel gefunden. Sie wurde von einer großen, verworrenen Seeschlangensirene festgehalten. Aber ich habe diesem Monster gezeigt, wo es lang geht. Seppel. Ich hatte sie noch nie getroffen, bevor ich auf der Insel war. Sie scheint ein bisschen misstrauisch gegenüber anderen zu sein. Aber keine Sorge. Sie wird schon klarkommen. Auf in den Item. Warte. Ich will erst noch Armor Town. Aus einem bestimmten Grund. Wir können das Geld gebrauchen. Gibst du mir jetzt auch endlich deine Monsterkarte? Ich will deine Monster. Ich will alle eure Monsterkarten. Ich will sie alle. Die Magie. Endlich Moormann! Wie viele brauche ich davon? 10. Oh Gott. Was kriegt man dafür? Alle Arten von Lebensmitteln, let's go. Mehr Heilung für Items? Ich bitte darum.
und Thunfisch in der Dose. Mehr Thunfisch. Im Endeffekt brauchen wir auch noch das Power-Up von der Skorpion-Lady. Weil das macht, dass wir, glaube ich, die Säbellänge aufrechterhalten können. Zweite Monsterkarte. Dritte Monsterkarte. Probier nämlich die Teile ein bisschen an Sebedianer. Also vom Verhaltensmuster und vom Aussehen. Fishman. Fish People. Ich glaube, es ist die Nummer 4. Alter, voll getroffen so. Warte mal, der Heilungstanz braucht doch jetzt weniger Magie, oder? Dann lohnt es sich ja richtig, den zu benutzen. Alter, haben wir jetzt endlich 5 oder was? Wir haben immer noch nur 4. Aber wenigstens spawnen die hier regelmäßig. Komm schon, lass mich nicht hängen. 5. 6. Okay, jetzt kommt die Streak. 7. Schon, gib mir die 8. Neun. Zehn. Finally. Aktivieren. Schauen, was uns jetzt die lustigen... Was sind die winzigen Fischdosen? Oh, jetzt geben die halbe Herzen. Finally. Ah, warte. Den können wir jetzt kaputt machen. Der gibt auch eine Monsterkarte. Spiel geht weiter. So, jetzt haben wir die komische Zwick-Zwack-Karte. Ich sehe sie nicht. Hab ich sie jetzt oder nicht? Ah, da. Die Wahrscheinlichkeit, fallen wir das in Lebensmittel zu sammeln. Okay, nächstes Power-Up. Ganze halbe Herzen, ja genau. Und wir kriegen jetzt mehr Lebensmittel. Extra klasse. Extra klasse. Und da können wir gleich noch den Lebenstanz einsetzen. Kriegen wieder einen Nugget. Sehr schön. Richtig viel Zeug heute. Und Säbel. Einmal hier durchbowlen. Und hier auf dem Weg liegt einfach... Ah, hier liegt der Skorpion Dude. Okay. Der droppt... Oh mein Gott. Ich darf jetzt nicht sterben. Fisch, 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 Fisch. Oh mein Gott, der Fisch ergibt Heilung. Komm schon, Skorpion, du. Als ob wir die Instant bekommen, die Karte.
Oder brauche ich mir... Oh mein Gott! Hä? Die Fähigkeiten dieser Karte bleiben ein Rätsel? Okay. Immerhin haben wir sie jetzt schon mal. Und die Musik. Ich brauche Magie. Habe ich Magie? Shit, ich habe keine Magie. Aber ich kann Hamburger essen. Hamburger geben Magie, merkt euch das. Ich werde mir das merken, wenn ich beim nächsten Mal bei McDonald's oder Burger King bin. Oder in einem anderen Restaurant. Kennt ihr das, wenn so Dönerläden, wenn die Burger verkaufen und die Burger sind richtig geil? Das ist immer super. Willkommen in Armortown. Wir glauben, dass die beste Verteidigung eine starke Offensive ist. Oder ist es umgekehrt? Hallo Speicher-Opa, speichere unsere tollen Monsterkarten. Das hat meine Brands, wer hat meine Brands zu Poppe genommen? Sie ist sicher nicht von alleine weggelaufen. Nicht cool, Mann. Hey yo, magst du faire Angebote? Wenn du irgendwelche Nuggets hast, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Wer ist mit 6 Nuggets für eine einzigartige Sirenenkarte? Nur 6 Nuggets, Mann. Oh shit, ich hab die Nuggets eingetauscht. Rohrwurm-Sirene, okay. Schön Geschäfte mit dir zu machen, ich hoffe, die ist gut. Schlagangriff der Schildgröße. Die ist nicht gut. Die ist nicht gut. Ich mache einen Reset. Die ist nicht gut. Die kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Es gibt eine andere Karte, die ich gerne hätte. Die kriege ich von Veras Vater. Und ich glaube, sie kostet 10 Nuggets. Und ich glaube, die macht, dass wir weniger Magie für alles brauchen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir sicher, dass es diese ist. Also die war auf jeden Fall super krass. Leider kenne ich keinen Dönerladen, der Burger verkauft. Oh, das ist schade. Ich dachte so, ziemlich jeder Dönerladen verkauft Burger. So ist der Warp-Raum. Das ist dein Beam-Raum. Zack, neue Teleportationsstelle. Ich habe anscheinend meine schroffe männliche Puppe verlegt. Wenn du sie siehst, bring sie mir bitte zurück. Nicht, dass ich sie überhaupt brauche. Ah, unser Anführer, der Armor Baron, ist im Raum über uns. Einmal speichern. Was hast du zu sagen? Man sagt, dass ein tägliches heißes Bad die Seele beruhigt, aber das stimmt nicht. Es ist nur gut für deinen Körper. Denn das ist der Teil, den das Wasser berührt. Ach ja, die Seele berührt also das Wasser nicht, verstehe. Hey Seppel, was geht? Hey. Hey. Hey Seppel. Ich habe mit Plink und Vera gesprochen. Sie sagten, nachdem du sie gerettet hast, haben die beiden dir ihre Fähigkeiten gegeben. Stimmt. Dank ihrer Magie war ich in der Lage, dich finden zu können. Alles schön und gut. Aber jetzt sind sie hinter mir her, um dasselbe zu tun. Sie wollen, dass ich dir auch meine Magie gebe. War das die ganze Zeit dein Plan? All unsere Magie zu stehlen? Nein! Das ist doch nicht so... Ach, entspann dich. Ich vertraue Vera und Blink. Ich möchte dir vertrauen. Aber das kommt mir viel zu komisch vor. Eins von deinen Fusionsstein-Dingern. Dann werde ich die Heldentaten selbst sehen. Dann entscheide ich, ob du so vertrauenswürdig bist, wie es heißt. Es ist ein Dieb in unserer Mitte. Ich kann meine sabberbefleckte Puppe nicht finden. Ich hatte die doch vorhin noch. Wer außer mir möchte schon so ein altes, ekliges Ding? Armor Town ist berühmt für seine Rüstungen. Ja, wir wollen so eine Rüstung kaufen. Eigentlich ist der Item Shop. Willkommen im Item Shop. Ein Ort, an dem du nach Dingen suchen kannst. So, und hier müsste es jetzt meines Erachtens Verteidigungsverdoppelnde. Ah, okay, doch, da ist sie. HP-Sparer, deshalb habe ich noch Geld gespart. Mit 500 Münzen halbieren wir Rüstung um 25%.
Besser als nichts. Aber wir können uns noch mehr kaufen, denn mit dieser Dude hier unten. Schön, dich kennenzulernen, Kollegin. Ich bin ein Monsterkartenhändler. All diese schmutzigen Karten, die noch übrig sind in deinen Taschen, ich kaufe sie für bares Geld. Und keine Sorge, du wirst immer noch alle nützlichen Karten für dich behalten. Ich werde deine Sammlung sogar kostenlos abschätzen. Los geht's. Ich gebe dir 5000. Super, gibt nichts Schöneres als eine reduzierte Kartensammlung. Also sprich, alle doppelten Monsterkarten, die wir sammeln, nimmt er uns ab und dafür kriegen wir Cash. Das heißt, ich kann mir den Magiesparer kaufen. Was richtig geil ist. So, und mit dem restlichen Geld können wir einkaufen. Im Laufe der Jahre habe ich viele Lüfterflügel hergestellt. Menschen reisen aus der Ferne an, um die größten Ventilatoren anzusehen, die ich überall auf der Insel gebaut habe. So viele Leute, dass ich mir meine eigenen persönlichen Bewunderungstruppe erschaffen musste. Mitglieder der Bewunderungstruppe erhalten Echtzeitzertifikat. The fuck, man? Rüstung und Kampf ist von entscheidender Bedeutung. Wir sollten einen Krieger von Kopf bis Fuß bedecken. Und nicht die Arme. Oder Beine. Oder der Mittelteil. Idealerweise auch nicht das Gesicht, Knie oder Ellenbogen. Ja, wir haben es verstanden. So, das kann man speichern. Zweimal speichern, schön gut. Aber ihr seid bereit für die Action mit dem Armor Baron. Außerdem hier ist irgendwas versteckt. Ah, ich grüße dich. Ich heiße Armor Baron. Und Verteidigung ist meine Stärke. Armor Baron? Warte, Armor Baron? Du bist nicht zufällig mit Armor Baron zu Hause verwandt, oder? Ach, kannst du das glauben? Armor Baron hat einen Bruder. Er ist so gut aussehend. Geil, du bist also endlich von deinem Hinterteil her hochgekommen. Hast gesagt, nichts könnte dich dazu bringen, den Pool zu verlassen. Oh nein, ich habe überhaupt nichts gemacht. Du bist diejenige, die sich hier nicht an die Regeln halten konnte. Wir sollten an unserem Zimmer bleiben. Und du hattest keine Probleme damit. Dich interessiert doch nur dein blöder brauner Ton. Du, dein Onkel ist krank vor Sorge. Er sagte, du wärst in die Stadt gefallen und etwas über Sirenen und Risky Boots. Warum hast du mir all das nicht vorher erzählt? Ich habe es versucht, aber du hast mich nicht beachtet. Ach, wenn ich das gewusst hätte, dass du in echter Gefahr bist, dann hätte ich dir doch geholfen. Wenn man bedenkt, ich hätte diesen wilden Hengst vor 2 Kapiteln treffen können. Ist das wirklich einmal Barons Bruder? Ja, oder? Er ist wohl gut aussehen. Er ist der gut aussehende in der Familie, oder? Ich vertraue ihm nicht. Mhm. Unsinn. Es besteht kein Grund zur Sorge, das versichere ich dir. Ich bin kein so streitlustiger, herumschreiender Hanswurst wie mein liebes Bruderherz. Leider liegen die Handlungen meines fehlgeleiteten Geschwisters schwer auf meiner Seele. Du meinst, du bist ein guter Kerl? Hör zu, Freundin. Darf ich dich Freundin nennen? Ich verstehe deine Bedenken. Aber bitte halte das harte Urteil zurück, das mein Namensvetter mit Sicherheit verdient hat. Ja, der hat nur ein Auge. Gib mir die Gelegenheit, meine reinen Absichten zu demonstrieren. Schließlich wäre das eine reife Entscheidung. Hat jemand Schwärm gesagt? Deine reizende Freundin Sky hat mir einen Vorschlag gemacht. Sie schlug vor, dass ich mein Handwerk, mein Wissen über Verteidigung nutze, um die ultimative Halbschirmrüstung zu erschaffen, um dich vor Schaden zu schützen. Wow, Halbschirmrüstung! Es wird die beste Rüstung sein, die meine Stadt jemals geschmiedet hat. Und wir haben viele Rüstungen geschmiedet. Für viele Jahre. Die Schaffung von dauerhaften, eleganten
gemütliche und robusten Rüstung war das gemeinsame Ziel im Leben eines jeden Bürgers von Armortown. Wir sind in der Schmiede des Lebens geschmiedet. Und so schmieden wir jeden Tag voran. Das ist sehr viel Schmieden. Aber wir können diese Aufgabe nicht allein bewältigen, um die ultimative, extreme Halbschienenrüstung zu schmieden, benötigen wir drei Erzstücke. Und diese Stücke werden durch die unerbittliche Hitze der weißen Sanddünen auf dieser Insel gebildet. Bring mir drei Erzstücke. Und ich werde dir die ultimative, extreme, kräftige Halbschienenrüstung schmieden. Das willst du für mich tun? Natürlich. Beachte es als eine Geste des guten Willens. Meine Art, mich im Namen meines lieben, fehlgeleiteten Bruders zu entschuldigen. Wow, danke, armer Baron. Oh, und noch eine Sache. Bitte nimm das. Codebuch? Was ist das? Das ist ein Geschenk für den Bürgermeister von Arenatown. Das Codebuch ist ziemlich alt. Ich glaube, es enthält Sicherheitscodes zur Verteidigung der versunkenen Stadt. Mit etwas Glück kann er diese bösen Sirenen für immer abschotten. Wenn es dir nichts ausmacht, es auszuliefern. Du findest den Bürgermeister wieder in Arenatown. Klar doch! Du kannst dich auf mich verlassen. Okay, ich dachte eigentlich, jetzt kommt schon was anderes, aber... Dann wollen wir mal Erze suchen, I guess. Die sind auch meines Erachtens nicht weit weg. Okay, anscheinend sind sie doch da unten. Wo ist der Beamraum? Hier. Wir können uns jetzt ja hierhin teleportieren, jederzeit, das ist ja überhaupt kein Problem. Ah, wie geht's dir? Hammerton befindet sich. Ah, okay. Danke, Omi. Bis dann, mein Schatz. Ich bin doch gar nicht deine Omi. Das ist schlecht. Ich muss irgendwie mit diesem Festland Kontakt aufnehmen. Bürgermeister? Alles okay? Gut. Alles unter Kontrolle. Oh, hast du etwas für mich? Ja, hier. Das Codebuch. Oh, die Codes. Unsere Nachbarn in Armortown haben darüber gesprochen. Endlich gute Neuigkeiten. Die versunkene Stadt ist ein komplexes Bauwerk, von dem ein Großteil abgeriegelt ist. Ich hoffe, dass sie mit einem besseren Verständnis der Entstehung dieser Stadt den Vormarsch dieser Kreaturen blockieren kann. Was? Sie wussten, dass es unter dieser Insel Kreaturen gibt? Und sie haben hier dennoch Arenatown gebaut? Die Wahrheit ist, die Stadt war schon da. Ich kaufte sie in der Hoffnung, das ultimative Urlaubsziel zu erschaffen. Der Preis war niedrig und der Besitzer wollte ihn unbedingt verkaufen. Ich hatte die Insel sogar umbenannt, schließlich. Niemand würde deine Insel auf Urlaub auf der Sireneninsel verbringen wollen. Siren Island? Die Sireneninsel? Ja, Sireneninsel. Ich hatte das Gerücht gehört. Aber ich habe sie nicht geglaubt. Meine Güte, ich war so ein Idiot. Bürgermeister, ich muss dir auch etwas sagen. So? Ich weiß, es sollte keinen Ärger geben, aber ich bin gegen deinen Willen dort runtergegangen. In die versunkene Stadt unter der Insel. Ach ja? Ich war diejenige, die Plink und Vera befreit hat. Und Seppel auch. Oh, aber wie hast du das ganz alleine geschafft? Die anderen Halbjins haben Fusionssteine benutzt, um ihre Magie mit mir zu teilen. Oh, Fusionssteine, sehr clever. Und die anderen beiden magischen Mädchen sind immer noch da unten. Nicht mehr für lange. Junge Dame, ich schulde dir eine Entschuldigung. Ich habe deine Fähigkeiten unterschätzt, weil du die Jüngste warst. Bitte, tu, was nötig ist, um diese Mädchen zu finden und die Sirenen aufzuhalten. Ich werde tun, was ich vor langer Zeit hätte tun sollen. Die Insel für die Evakuierung vorbereiten. Tuppuduppudu. Evakuierung? Oh, was ist das auf dem Boden? Ein Melbatoast! Ein Melbatoast? Sie hätte nicht mehr lange sagen können. Wer dies fallen ließ, muss ich schrecklich hungrig sein. Oh nein, wer will denn den Toast? So, erinnert ihr euch an... So, bist du hungrig? Hast du einen Freund? Ich hab dich mit einem Jungen gesehen. Derselbe Junge kam hinterher und suchte nach Snacks. Und dann ging er nach Treetown. Hatte dein Freund was im Auge.
Ach so, das ist lustig. Hast du Hunger? Mein Kleiner? Mann, jemand ließ seinen Melbertoast auf den Boden fallen. Dann trat der Bürgermeister versehentlich drauf. Er weiß es nicht mal. Jemand sollte sowas sagen. Du kannst deine Maschine aktivieren, indem du einen Elektroschock verpasst. Ich hab keine Angst vor der Dunkelheit. Okay, das hatten wir schon. Ich habe ein Naturbuch über Schildkröten gelesen. Schildkröten sind sehr schnell. Aber Schildkröten können nicht schwimmen. Die zerstörerischsten aller Land lebenden Säugetiere. Große, brüchige Blöcke sind leichte Beute für sie. Willst du meinen Toast? Nein, okay. Willst du meinen Toast? Der arme Bürgermeister. Er hat versucht, die Show am Laufen zu halten. Aber ich denke, es geht ihm nur um das Talent. Vielleicht ist es Zeit, ihm meinen Bambusfächertanz zu zeigen. Ich würde einfach mal sagen, vielleicht in Abertown rumfragen, wer den Toast brauchen könnte. Aber andererseits, warum wird dort unten ein Punkt angezeigt, wenn wir dorthin müssen? Ich muss gerade nicht so viel lesen. Willst du einen Toast? Nein, willst du einen Toast? Der will die männliche Puppe. Sie will die abgesabberte Puppe. Und sie will die abgesabberte Puppe. Der will nichts. Der will die Branson-Puppe. Du willst nichts und du willst nichts. Okay. Das ist schlecht. Dann müssen wir wahrscheinlich doch einfach runter. Ich meine, immerhin gibt es dort in der Nähe einen Warraum, wo ich es vermute. Und zwar hier. Sehen wir uns dort mal um. Ha, Auge. Ich frag mich, ob ich das Auge auch eine Karte geben kann. Ah, okay. Jetzt ist es klar. Ich wusste, hier war irgendwas mit Blöcken. Und dann braucht hier jemand einen Toast. Oh, was machst du denn hier? Sehr komisch. Geht's hier etwa auf das Geisterschiff? Das alle erwähnen? Die versunkene Werft. Flash. Oh, das ist eine Menge Schaden. Au. Aber mit doppelter Verteidigung und doppelter Magie, also weniger Magieverbrauch, sollte es hier jetzt langsam aber sicher. Doppelten Item Drops. Wir kriegen jetzt einfach alles, okay? Alles, was wir hier an Boni sammeln, macht uns jetzt einfach das Leben leichter, so. Drop auch deine Karte. Los, drop deine Karte. Da, 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 da. Okay, hier bin ich. Kann ich hier entlang? Ah, da unten sind Kristalle. Einmal den Erfrischungstanz. Das ist nicht der Erfrischungstanz. Das ist der Erfrischungstanz. Ein Nugget für mich. Nee, okay, nur Magic. Spinnensbrot.
Haben wir schon die Karte von dem lustigen? Okay, die ist nicht sehr effektiv gegen den. Den muss man mit zarter Hand bekämpfen. Wenn man ihm präzise ins Auge schlägt. Den haben wir aber nicht als Karte. Wir haben nur die Frau. Okay. Auffrischungstanz. Mehr Magie. Sehr gut. Wir sind sehr tief am Meeresgrund. Und auch der komische Grabbelbohrer kommt wieder zum Einsatz. Na, jetzt wo? Oder? Und hier kommen wir jetzt wieder nicht weiter, weil mir das Wasser fehlt. Oha! Wir kriegen Leben. Wir kriegen eine ganze Menge Leben. Einfach Volltreffer mit dem Leuchtblitzer. Mit dem New Dash. Das war ein Versehen, aber es war sehr effektiv. Was ist denn hier unten versteckt? Falscher Tanz. Ich will die immer vertauschen. Okay, nichts überinteressantes, einfach nur... Ah, hier war so ein Geheimraum. Mehr Geld können wir immer gebrauchen. Ich muss doch alle Upgrades kaufen. Auch wenn wir die wichtigsten mittlerweile haben, kann diese Spinne mal auch in die Nerven. Und der erste Autotrank geht drauf. Ich merke auch gerade, es sind gar nicht 6 Säbel, sondern es sind nur 5. Das ergibt doch viel mehr Sinn. Wir brauchen mehr Tränke. Was ist da oben rechts? Ah, okay, wir kommen hier nicht weiter. Irgendwas, was uns hier erwartet. Noch mehr Tränke! Ja! Tränke sind cool. Oh nein! Geht doch mit Magie aufeinander. Du mal bitte Magie so. Wäre echt cool. Oh, Doppel Magie! Los geht's. Schlag halt in die richtige Richtung. Oh was? Der Haken einfach die Sicht verdeckt. Mag die Spinnen nicht, die so viel feuern. Brauche ich eher die Bubble. Mag meine Gegner nicht mit. Mag es lieber überall durchzurennen und alles kaputt zu klatschen. Bin sehr ungeduldig. So, in dieser Richtung liegt unser Ziel. Oh, da bist du schon wieder. Ha! Abgewehrt. Noch eine Knochenfischkarte, die wir verkaufen können. Jetzt sind wir im Beamraum. Jetzt sind wir in dem Teil des Spiels, wo wir auch endlich Fortschritt machen. Sirene, weg mit dir. Wer hat das gesagt? Die Spinne haben wir auch nur eine, oder macht das Sinn? Ah, ich fürchte dich nicht. Ich kann keine Leben mehr nehmen. Oh, was ist das? Du bist keine Sirene. Ich bin ein Haijin. Haijin. Hier unten? Wie? Und wo ist deine andere Hälfte? Oh, Haijins sind Töchter von Jins. Wir sind gekommen, um meine Freunde zu suchen. Sie wurden von den Sirenen gefangen genommen und jetzt muss ich sie finden. Kannst du mir helfen? Hm.
Vielleicht sagst du die Wahrheit. Oder vielleicht lügst du. Ein Sirenentrick. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Tu eine gute Tat, wie es nur ein Djinn tun würde. Dann werde ich wissen, dass ich dir vertrauen kann. Eine gute Tat? Was denn? Bring mir eine gruselige Puppe zurück. Ein kostbares Geschenk eines ein Familienandenken. Aber sie ging verloren, als ich vor langer Zeit auf dieser verfluchten Insel verunglückt bin. Ein Wächter-Djinn ist immer zu Dienst. Ich bringe dir deine Puppe. Du scheinst auf jeden Fall ehrlich zu sein. Nimm das. Fusionsstein, endlich! Ich fürchte dich nicht, muss ich an bibelakkurate Angel. Absolut, absolut. Ich dachte, du musst nun kämpfen. Nee, alles gut, sie ist lieb. Ein Fusionsstein. Es ist das Einzige, was ich festhalten konnte. Bring mir meine gruselige Puppe zurück und ich helfe dir, deine Freunde zu finden. Ja, ich hab's verstanden. Ich will nur dieses Ding kaputt machen. Ein Glück ist dir sofort ein Warp Room. Sehr angenehm. Deshalb zurück nach Arena Town. Armor Town. In dem Fall. Hier steht auf dieser Insel. Wie cool. Wir haben schon fast alle Warps. So, einmal hier speichern und Geld eintauschen und einkaufen, würde ich mal sagen. Hey, gib mir unnötige Karten. Ja, du kriegst 30 Edelsteine. Besser können nur 30. Haben wir noch Tintenfische? Nee, haben wir nicht. Okay. Oh, was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne 3x Frank. Ich hätte gerne Autofränke. Oh, du hast nicht genug Geld. Oh, das ist jetzt aber blöd. Vielleicht finden wir noch was. Oh, Seppe. Ja, du bist so einfallsreich wie sie sagen. Das ist ein Fusionsstein. Aber da ist was an. Eine Fremde hat ihn dir anvertraut, nicht wahr? Inzwischen habe ich... Man tut mir leid, dass ich dir angezweifelt habe. Wenn Plink und Vera dir vertrauen, dann tue ich es auch. Du kannst ja auch meine Magie borgen. Bereit, unsere Magie zu kombinieren? Dann halte ich lieber fest. Mach dich darauf gefasst, schockiert zu sein. Okay, was glaubt ihr, was wir für eine Fähigkeit bekommen? Ja, richtig. Wir können Feuer machen. Ich habe Lust zu tanzen. Unsere Kräfte wurden kombiniert. Tanzmagie und meine Funkenmagie. Du wirst sie ganz schön funken. Du kannst auf mich zählen. Der Funkentanz kann Maschinen oder Metall aktivieren. Während du tanzt, drücke Dings. Warum testest du den Funkentanz nicht in diesem Raum? Ich werde es versuchen. Ich finde, wir sollten fusionieren. Schnall ich nicht. Egal. Diese Apparate hier können wir aktivieren. Also es ist ein Elektro-Tanz. Mein Name ist Seppe. Funken. Sehr offensichtlich. Und diese Generatoren führen uns jetzt wiederum zum neuen Schiff. Kann man eventuell sogar sehen, wo meine 3 Punkte sind. Ah, okay, die sind gar nicht weit weg, die 3 Häufchen. Wir sehen die geile Szene heute noch, okay? Ich lege heute, dadurch, dass wir 10 Minuten im Dungeon versemmelt haben, lege ich jetzt einfach noch 10 Minuten drauf. Für diese epische Szene. Diese Art von Tanz, ja. Dreh dich wieder! Oh yeah. Wie ein Drucker. Dauert eine Weile. Ein Erz! Die Szene muss noch sein. Ah ne. Shit.
Okay, ich muss hier runter. Schildkröten-Smash! Komm nicht doch zurück. Okay, da unten ist dann noch. Machen wir mal einen Rückweg. Lager! Weg mit dir. Weg mit dir. Oh nein! Blob Dance ist bestimmt auch eine Verwandlung. Ich meine, es gibt einen Blobfisch-Tanz in Half-Gen Hero. Der macht zwar nichts, aber er ist lustig. Pusten! Wir müssen helfen! Pusten! Und somit haben wir das zweite Erz. Oh. Gib doch endlich eine Monsterkarte. Immerhin geben die schön viel Fisch. Komm, nom nom. Alter, endlich! Endlich droppen die wieder so viel Fisch wie früher. Das Pokémon von Johnny einfach für Pusten ist natürlich auch super. Hey, Moment mal. Sehe ich das hier richtig? Sind wir etwa... Ach nee, sind wir nicht. Ich wollte gerade sagen, sind wir am legendären Insel West Speicherpunkt? Oh nein, der ist hier. Und noch einfach pusten. Hey, wie soll das nicht funktionieren? Das Ding ist total abgenutzt. Ist es kaputt? Das hat nicht funktioniert. Zählt das auch als Pusten? Ja, das zählt auch als Pusten. Bubble Smooch. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ich will jetzt keinen Trakt benutzen. Wann kriegen wir endlich ihre Monsterkarte? Ah, ihr seid doch. Ihr seid einfach. Jo, Magie endlich. Die wollte ich haben. Oh. Aber das hat doch hiermit nichts zu tun. Nee, hier ist einfach nur Geld. So funktioniert das nicht. Washi hat auch nur ein Auge. Und er rülpst rum. Aber vielleicht droppt sie jetzt endlich die Monsterkarte. Angriff! Bam! Goldene Krabbe. Die goldene Krabbe. Leider keine Monsterkarte. Und ihr zwei, was macht ihr da? Ich erinnere mich an irgendwas mit einer Kurbel. Irgendwas war da. Oh, das macht aber mehr Schaden, als ich dachte. Ich wünschte, ich hätte den Text von den anderen gelesen. Habe ich aber nicht. Ich habe sie sofort aktiviert. Thunfisch in der Dose. Peitsch, peitsch. Kann ich auch nicht mehr lesen. Die sehen auch nicht irgendwie anders aus oder so. Ist das ärgerlich?
Wer will denn jetzt auf diesen Post? Den will doch auch irgendjemand. Es ist so simpel wie genial! Bolos Lieblingsessen! Und das kleine Mädchen in Arena Town hat es ja sogar gesagt, pass auf deinen Freund auf, er hat nach Snacks gesucht. Ich dachte, das wäre Flavortext. Außerdem, er wohnt nicht hier, sondern er wohnt da hinten. Ja, und da ist auch eine Markierung, schau. Wir müssen da hin. Ha, fortgebracht. Taurus Smash. Lachsei. Warum kann sie Lane da schießen? Machen Nagas das? Machen Lamias das? So, ist es jetzt kürzer nach Arena-Town oder ist es kürzer nach Dingstown? Vor allem angenommen, wir teleportieren uns nach Tree-Town. Das wäre ja in dem Fall hey, wo ist der Teleportpunkt in Tree-Town? Habe ich den noch gar nicht? Ach nee, der ist natürlich in der Stadt. Okay. Machen wir uns einfach auf den Weg. Einfach mal die Beschreibung von Items lesen. Und ich wette, von ihm kriegen wir Ersatzteile für dieses komische Ding. Warte, erstmal speichern und dann in den Teleportraum. Nein, nein, stopp, stopp. Ah, nicht so viel speichern. Das kostet Geld. Sploosh. Na, was glaubt ihr, wie lange dauert es noch, bis wir die Teleportation erfinden? Und würdet ihr euch teleportieren lassen oder wärt ihr noch die Generation, die halt super skeptisch ist? Hey Bolo, ich habe einen Snack für dich! Hey, Moment mal. Ist das Melbatos? In deinem Inventar? Ich kann. Also hör mal, ich kann das sehen. Ich kann das durch deine Kleidung sehen, dass du Melbatos hast. Kann ich ihn haben? Ja, natürlich kannst du den haben. Oh mein Gott, das ist so gut! Salziger Toast mit einer mächtigen Knusprigkeit. Oh, nom nom. Oh, das erinnert mich daran, dass ich Ofenkäse habe. Ah, oh, das war ein Urlaub für meinen Mund. Im Ernst, ich könnte jetzt nach Hause gehen. Hier, du kannst diesen ekelhaften Chips haben. Die sind echt nicht so lecker. Hört ihr damit die Vögel von Sky? Die interessieren mich nicht. Das sind überhaupt keine... Bolo? Das sind keine Snacks. Das ist eine Tüte mit Muttern. Wie Muttern und so wie Nuts and Bolts. Ah, die schmecken immer nach Crunch. Wie Pferde und Kühe. Danke für das leckere Essen. Hier was Ekliges. Wegen Nuts, versteht ihr? So. Ich speichere noch einmal schnell und gehe dann zu Veras Vater und hoffe, dass wir die Korallensirenenkarte kaufen können. Also den zweiten Boss. Weil ich bin mir sicher, dass die sehr gut war. Bin dir für immer dankbar, dass du meine Tochter zurückgebracht hast. Vielen Dank. 50 Edelsteine. Yay! Yeah! Ja, Vera hat mich mit diesen abscheulichen Monsterkarten auf den Geschmack gebracht. Ich habe eine hier. Was soll das sein? Eine Figur mit einem Käfer auf dem Rücken? Vielleicht eine Art Superheld? Keine Ahnung. Man soll sie tauschen, nicht wahr? Ich denke 10 Nuggets dafür. Wie wär's für 10 Nuggets? Du hast nicht genug Nuggets. Ja, also wir müssen 10... Es gibt auch Ranch-Soße. Ranch-Soße oder Ranch?
Aber auf jeden Fall, uns fehlen Nuggets, was ich nicht so toll finde, weil ich hätte die Pirellen-Sirenenkarte wirklich unglaublich gerne. Die ist sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, sie macht irgendwas mit meiner Magie. Aber ich weiß nicht mehr. Es kann sein, dass sie automatisch Magie auffüllt, okay? Und das ist sehr, sehr gut. Gerade wenn man bedenkt, welche Strategie ich in dem Spiel fahre. Oh, ich muss die Soundtrack-CD mal auspacken. Die Musik ist echt schön. Ha! Ja, erwischt. Strike! Let's Beyblade! Oh, schade. Also. Ich sollte das jetzt reparieren können. So, jetzt so gut wie neu. Jetzt brauche ich nur noch etwas Brom. Und pusten. Und pusten. Und endlich haben wir unser drittes Erz und kriegen unsere super duper Rüstung, die unsere Verteidigung nochmal um 50% erhöht, dann sind wir insgesamt bei 75% Verteidigung, Leute. Wir sind quasi unaufhaltsam auf diesem Punkt. Seid ihr bereit für die ultimative Halbstundrüstung? Oh, diesmal hat es geklappt mit dem Ausweichen. Einmal kurz speichern. Und dann geben wir unser tolles Zeug beim Emerald Baron ab. Oder vorher noch ein paar Items kaufen. Kann nicht schaden. Wir sind zwar dann ziemlich stärker, aber wir sollten immer noch darauf achten, dass wir nicht unverwundbar sind. So. Ein paar Zaubertränke wären noch nett. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Upgrades gekauft, aber was soll's. Oh, armer Baron, ich bin zurück. Ah, du hast es geschafft, diese Erzstücke für mich zu besorgen. Yes! Großartig! Drei Erzstücke, genau wie ich es wünschte. Wird solch robuste Exemplare. Es ist genug, um zwei Rüstungen herzustellen. Wieso musste ich dann drei Erzstücken holen? Ja, nicht so wichtig. Ich werde eine Rüstung für dich herstellen und auch eine ultimative Extreme. Entfesselte, nicht autorisierte Kriegsvogelrüstung für Sky. Eine Rüstung für mich? Ja. Wird sie leicht genug sein, damit ich damit auf dem Vogel fliegen kann? So leicht. Ich bin dabei. Dann nichts wie los, meine Damen. Und lasst uns meine Fashion-Schmiede übernehmen. Wow, ultimative, extreme, entfesselte, nicht autorisierte Rüstung. Hey! Aber nicht sehr viel davon. Keine Sorge, du hast meine persönliche Garantie, dass diese Rüstung dich in Top-Zustand hält. Hey, ich kann mich nicht mal bewegen. Hey, was soll das? Diese Rüstung ist zu einem festen Stück verschmolzen. Top-Zustand. Was ist das? Stop messing around, Hör besser auf mit dem Spielchen, armer Baron! Tut mir leid, meine Damen, aber in Kürze kommt ein hochrangiger Sammler.
Oder interessiert sich nur für Sammlerstücke in Top-Zustand? Die ist by the way geöffnet, bevor die ersten rumheulen. Ihr Damen müsst so bleiben. Für immer. Dieser Idiot ist ein abscheuliches Monster, genau wie sein Bruder. Er ist noch schlimmer. Er ist ein Spielzeughändler. Bis dann, meine Damen. Wir sehen uns im Sammlerkatalog. I don't like where this is going. Ich musste so lachen bei der Szene. Und ich habe sogar meine Mario-Tüten runtergeschmissen. Das ist nicht gut. Sky, wach auf! Was? Wir sind woanders. Wo sind wir? Psst, da kommt jemand. Oh Junge, oh Junge, das war eine wirklich große Nummer. So etwas gab es bisher noch nie. Keine Vergebung, der Blisterpacko und schau, die Gesichter der Blondine sehen verrückt aus, wie ein Fabrikationsfehler. Auf dem Sammlermarkt muss es Millionen wert sein. Nicht, dass es so, dass ich es hier verkaufen würde. Andererseits muss ich mit meinem Videospiel irgendwie finanzieren. Squid Baron. Hey, es hat gesprochen. Moment, diese Mädels sind ja batteriebetrieben. Wenn es nur bedeuten kann. Korrosion! Du musst die Verpackung öffnen, nur um sicher zu gehen. Aber nein, das geht nicht. Das Spiel ist aus, Squid Baron. Ja, lass uns einfach hier raus. Mann, es hört nicht auf zu reden. Ich weiß, ich werde den Hersteller kontaktieren. Wir machen das einfach zu ihrem Problem. Mal sehen. Auf der Unterseite sollte sich ein Herstellerstempel befinden. Hey, aufhören, du Widerling! Wir werden nicht Teil einer Puppensammlung. Puppen? Wie könnt ihr es wagen? Das sind keine Puppen, das sind Actionfiguren. Vom Kultursammlergegenstände. Bewegliche Kunstwerke zum Ausstellen geeignet. Du kannst uns nennen, wie du willst. Lasst uns raus. Hört zu. Ihr seid offensichtlich Raubkopien und daher minderwertige Modelle. Du bist die Raubkopie hier. Abscheuliche Figuren. Es würde euch leid tun, wenn ich für diese Sammlung viel Kohle bekomme. Oh bitte, du wirst dieses Zeug nicht... Oh bitte, du wirst dieses Zeug nicht verkaufen. Es ist eine Investition. Ich mache das nur, um mein eigenes Spiel zu finanzieren. Sagt nicht euch doch. Es wird ein episches Abenteuer mit mir. Wird genauso toll wie dein Abenteuer. Nur viel, viel cooler. Alles wird aquatisch sein. Alter, wenn wir jemals das Squid Baron Spin-Off kriegen von Shantae, ich bin so bereit dafür. Aquatische Orte, aquatische Transformationen, aquatische Bosse. Und dann, wenn man das Ende erreicht, erwartet ein riesiger Tintenboss. Ein Boss, der alle Bosse übersteigt. Ist das alles? Das ist natürlich noch nicht alles. Es wird auch ein radikaler Space geben, die in einem flüssigen Gehirn abhängt. Hey, Baby, die Spieler werden so abgelenkt sein, dass sie vergessen werden, wie man kämpft. Wer hat sich das ausgedacht? Ich bin der tolle Boss. Niemand kümmert sich um Helden, weil der Boss so einfach überwältigend super ist. Alles okay? Ach, mir geht's gut. Er muss mich hinlegen. Bleibt hier. Und weg ist er. Jetzt ist unsere Chance. Hä? Was für ein Geräusch? Oh, hallo, wer bist du denn? Der Squid Baron klingt nach einem NFT-Interessenten. Die müssen im nächsten Teil NFT-Jokes einbauen. Du! Du bist diejenige von vorher. Hey, komm zurück. Wer war sie? Ich weiß nicht, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Das war das Mädchen von dem kleinen Fenster. Wer auch immer sie ist, sie scheint auf unserer Seite zu sein. Komm! Wohin gehen wir? Du findest dieses vermisste Mädchen. Ich werde Armor Baron mit seinen eigenen Rüstungen besiegen. Wir sehen uns um. Blöde Rüstung. Oh! Die Verpackung! Außerdem, was ist das? Vor allem, wir müssen nochmal in diesen Raum gucken, was es hier Cooles gibt. Also, wir haben. Oh, eine Meerjungfrauenfigur, wie cool. Octopusboard, Autos. Ein Stern mit einem Kristall, Panzer mit Hunden drin. Diese mexikanischen Wrestler. Aufziehhundi.
Roboter. Ich bin mir sicher, es gibt noch so einen Raum. Soll das ein Kirby da unten sein? Das hier? Vielleicht. Ein Robobot-Kirby. Können wir übrigens gucken, wo wir gerade auf der Karte sind. Wir sind genau hier. Wir sind also schon mal fast hier gewesen. Und hier ist nochmal die Sammlung und... Oh oh. Ring-Ring-Ring! Baut in der Männerhöhle! Gott, fucking damit. Ich habe auch so eine Höhle. Verdammt nochmal. Sicherheitsdienst! Halt die auf, bevor sie meine Sachen kaputt machen. Oh Gott. Aber gut, der ist halt so geschrieben, das ist der Joke. Nicht raten, hier sind solche Augen, ne? Da mach ich die einmal schnell sichtbar. Oh mein Gott, die Elfenstatue ist ja cool und der Drache und das Schwert. Das hat man vorhin gar nicht gesehen. Kann ich jetzt wenigstens mal einen Dings droppen? Ich finde super, wie der Typ mich ignoriert. Oh, er wird gleich angreifen. Ich hau dich. Und das ist echt Kirby. Ja, irgendwie so ein bisschen. Hey, eine sabberbefleckte Puppe? Mehr Jungfrauen. Und diesen Automaten. Ich liebe diese Dinger. Wir können später wieder hierhin zurückkehren, aber erstmal müssen wir diesem Ort Lebewohl sagen. Oh, und das ergibt so viel Sinn. Weil Squidburn kann natürlich durch das Wasser hier reintauchen. Das ist clever gemacht, muss man dazu sagen. Also es ist nicht dumm, dass es genau an dieser Stelle ist, das Versteck. So, von denen hätte ich auch gerne mal langsam die Monsterkarte. Ich würde sagen, die sabberbefleckte Puppentauschquest machen wir dann beim nächsten Mal. Ah, okay, hier ist auch noch was versteckt. Finden wir eventuell sogar noch die Nuggets, die wir brauchen? Ist nur derselbe Raum wie vorher wie gespiegelt. Absolut, und das ist super effektiv. Aber jetzt kann man die nochmal genau angucken. Ah, okay, hier komme ich nicht weiter. Hier brauche ich Wasser. Schade. Erinnert mich beim nächsten Mal auf jeden Fall daran, dass ich noch ein Nugget brauche, um mir die Korallensirene zu kaufen. Vielleicht ist es auch nicht die Korallensirene, sondern der letzte Boss. Sag ich jetzt mal. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Die Nuggets, ich versuche mir einen Nugget, brauchen wir noch. Es wird ja leider nirgendwo getrackt, wo die Sachen sind, die dir fehlen. So, hier ist Wasser. Nee, hier ist der Beamraum. Was ist eigentlich da rechts unten? Wahrscheinlich auch Wasser. Dann würde ich sagen, zurück nach Armatown. Und das Ding müssen wir reklamieren. Das kann man nicht so angehen. Die Qualität ist zu wünschen übrig. Das ist kein deutsches Qualitätsprodukt. Kein Kruppstein. Eindeutig ein mangelhaftes Produkt. Gib mir mal Geld. Dann kaufe ich mir noch Zeug. Ich habe einen. Oh Gott, ich muss die Wunde auch machen für die letzten paar Sekunden. Deine Sendung ist komplett perfekt ausbalanciert. Keine überflüssigen Karten und kein Geld. Tut mir leid, habe ich gern für dich gemacht. Wir haben fast 69 Münzen. Beim nächsten Mal geben wir die Puppe ab. Und bis dahin verabschiede ich mich zurück ins Studio.